wütende Yetis warten schon auf uns hier bei Tomb Raider. Ja. Das finden die gut. Ist in Ordnung. Da möchte ich hin, da ist der Hebel, verdammt. Sie sind gerade etwas nervig. Aber eigentlich habe ich Angst vor denen. Oh, 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 was habe ich denn hier veranstaltet? Das ist auch schön. Habe ich auch noch nicht gemacht, da so drüber hinwegspringen. Mhm. Ja, klappt gut. Wunderbar. Eigentlich stehe ich auch blöd hier, weil ich möchte auf der Seite sein. Deswegen, warte mal, machen wir das mal so. Mache ich das mal so und dann speichere ich. Und dann, ja. Das war auch schön jetzt. Aber hier möchte ich doch gar nicht hin. Hier möchte ich hin. Und dann kannst du ja sonst dich mal hier fallen lassen. Das geht ja auch. Oder? So. Nee, dann bin ich aber auch wieder eine Ebene zu tief. Das ist auch scheiße. Ist auch falsch. Nee. Hier will ich hin. Aber ich komme immer falsch auf, merke ich gerade. Hier, hier, hier. Nein. Ja. Nein. Nein. Und tot. Oh, ja. Wir werden jetzt gleich die Yetis besiegen. Eines Tages. Das ist falsch. Falsch, falsch, falsch. Ich komm an die Decke. Also ich will ja noch einen höher. Wir wollen nach ganz oben. Nee, und schon wieder gegen gedongelt. Es nutzt nichts. Da, jetzt da so und dann... Ah, tot. Ja, schön. Nein. Ich weiß, dass man es eigentlich am besten schafft, wenn man so ein bisschen in die Mitte springt. Deswegen versuche ich das hier so ein bisschen die ganze Zeit. Aber irgendwie... Ah. Nee. Komisch, dass es halt auch, wie gesagt, manchmal nur einmal mit dem Springen geht. Und dann... Weiß ich auch nicht. Nee, und wieder an die Decke gedüngelt. Irgendwie klappt es nicht so gut, wenn ich drauf laufe, als wenn ich drauf springe. Nein. Wo springe ich am besten ab? Nein. Tja. Ich bleib geduldig, Leute. Meine Parts beginnen ja gerne damit. Und dann geht sie aber so, schwenkt sie halt voll so nach hinten. Und ja, dann kann man die Kante ja auch nicht mehr greifen. So ein Dreck, ey. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Aktion, ey? Ich hab sie! Yeah! Oh mein Gott, endlich. Ich hab die Scheißkante. So. Das wird jetzt richtig schön. Vorher nehmen wir nochmal die Uzi-Muni. Nimm die Uzi-Muni, nimm sie. Ja, ich bin so froh, wenn ich die Scheiß-Yetis hinter mir hab, mal wieder. Und jetzt haben wir sie freigelassen. Das ist so schön nicht. Sie kommen.
im Karton hier. Alter Falter. So. Ab in den Yeti-Käfig. Jetzt haben wir endlich Ruhe hier. Und ich muss auch keine Angst mehr haben. Denn wie gesagt, die Geräusche und das alles machen mir viel mehr Angst. Wir sind aber noch nicht durch mit dem Gespringe. Wir müssen da noch so ein bisschen ran. Es wird viel gesprungen in diesem Part. Wo ist denn jetzt hier eigentlich das Medipack? Also das eine hatten wir ja hier schon eingesammelt. Wie komme ich denn da an das andere da hinten ran? Ach so, da, weil da jetzt auch offen ist. Okay, warte. Schön, das habe ich geschafft. Man darf ja auch mal was schaffen. So, kannst du da das Medipack nehmen mit? Das ist gut. Den hatte ich vergessen. Den hatte ich vergessen. Der hat mich jetzt erschreckt. Oh Gott. So. Dann haben wir jetzt hier die tolle Klapptür geöffnet. Und dann kann ich da bestimmt drauf springen. Gut. Muss ja auch einen Sinn haben hier. Sonst weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwo... Ah, ich weiß. Wir müssen wieder runter. Das war jetzt auch... Hätte auch in die Hose gehen können, weil wenn ich auf das Sprungdings komme... Wir sind jetzt übrigens beim Eispalast, wie noch gar nicht erwähnt. Der Eispalast, so heißt das Level. Wenn ich auf die Sprunggeschichte komme, kann man ja so schnell sterben. Was ich auch noch nicht ausprobiert habe, muss man auch noch machen, ist... Und zwar, warte, ich zeige euch, was jetzt hier los ist. Da sind zwei Gittertore und die müssen wir aufkriegen. Und dafür müssen wir die Glocken läuten. Und diese Glocke habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht vorgenommen. Deswegen probiere ich das jetzt mal aus. Oh, ja, das war schön. Ja. Und tot. Okay, schön, dass ich gespeichert habe. Wir müssen da an die Glocke schießen und dann da so runterslidern. Und da müssen wir auch hoch. Ich weiß gar nicht, was wir als erstes machen sollen. Hier! Das hat geklappt. Das ist gut. Da das geklappt hat, nehmen wir hier die Pistolen wieder. Da haben wir die Glocke jetzt geöffnet. Das ist sehr gut. Und dann gehe ich hier runter. Und dann ist ein Gittertor nämlich offen. Und jetzt müssen wir nur noch die andere Glocke schaffen. Das ist gut. Sehr gut sogar. Ja. Endlosschleife. Endlosschleife mit Sterben. Weiß es nicht. Eher nicht so, ne? Eher nicht so. Wir müssen näher rankommen. Und ja. Jetzt haben wir sie. Jawohl. Sehr gut. Sehr geil. Weiter war ich selbst noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ab hier weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen speichere ich jetzt und freue mich, dass ich endlich weiter bin. Was mache ich hier eigentlich? Ich möchte mich da festhalten. Und will immer und nehme immer die Waffen. Das ist voll doof. So, jetzt. Bestimmt soll ich noch einen, sogar noch einen höher, oder? Das hat mir irgendwie gar nichts gebracht hier, ne? Nee, nicht wirklich. Ja. Schön. Ich muss irgendwie an diese... Oder? Oder wir gehen hier rüber und springen dann nach vorne. Vielleicht geht das auch gar nicht anders.
Vielleicht geht das nur so. 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 Weißt du? Irgendwie so. Aber die Glocke. Okay, ich habe die Glocke geläutet. Ich dachte, da ist ein... Nee, ich wehtun. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Ich habe irgendeine Glocke geläutet und ich wusste gar nicht, dass da oben eine ist. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich den Weg frei gemacht? Aber wo? Ich glaube, ich weiß wo. Ich weiß wo. Wenn ich da nicht herkomme. Und das weiß ich gerade nicht mehr. So, wenn ich jetzt hier nämlich hochgehe. Aber ich weiß halt nicht, ob das... Oder nee, ich komme da unten von der Glocke her. Ich bin nicht von der Leiter hier gekommen. Das Problem hatte ich das letzte Mal nämlich auch, als ich das davor gespielt hatte. So, zurück. Ah, das ist so knapp hier. So, und ich dachte halt, jetzt öffnet sich die Tür. Aber das tut sie mal wieder nicht. Und das regt mich auf. Was? Wo lang? Was jetzt? Was nu? Was ist der Plan? Ich weiß nicht. Ich bin so einsam hier. Es muss doch einen Weg hinausgeben. Irgendwo. Weiß ich nicht wo. Also doch nochmal hier die Geschichte und dann nach ganz oben oder was? Ich weiß auch nicht. Hell! Da ist ja eine... Oh! Oh ja, okay. Wir waren noch nicht hier überall. Okay, okay. Da ist eine Leiter. Ist da noch irgendwas? Ach, da ist die Glocke. Und damit haben wir wahrscheinlich das Gittertor hier überhaupt geöffnet. Ah, und dann kommt auch die Musik. Wie geil ist das denn? Ich freue mich gerade mega, wie gut wir hier vorangekommen sind in dem Part. Richtig gut. Wenn man die Musik hört, weiß man immer, man ist richtig. Das ist schön. Da ist ein Drache. Ich sehe das. Ist hier irgendwie ein Hebel oder was? Nö. Kann ich hier runter oder? Oh nee, da kannst du nicht runter. Dann sterben wir. Und ich bin hier einfach so hingesprungen. Weil ich dachte, da ist einfach ein Weg. Shit. Shit. Sehr gut. Gerettet. Das war knapp. Weil ich will das nicht nochmal immer machen müssen. Ja, macht nichts. Hauptsache nicht nochmal von ganz unten immer nach oben. Ich finde die Sprünge so schwer. Ach, passiert. Ich werde aber mal speichern hier oben. Damit, falls was passiert, ich nicht immer nochmal gehen muss. Das ist auch so nervig hier gerade. So, dann gehst du nach rechts, damit du dich da runterfallen lassen kannst. So. So. Und irgendwie müssen wir ja auch hier hin. Oder? Oder müssen wir nach rechts? Hey, eigentlich kann ich hier auch Anschwung nehmen. Müsste eigentlich klappen. Jo. Oh Gott. Sind denn die Yetis überall? Das gibt's doch nicht. Und ich hasse die so. Vor allem, wenn ich nicht weiß, dass da welche sind. Dann kommen die auf einmal aus dem Nichts geschossen. Aha. Danke für die Fackeln. Ist jetzt nicht unbedingt das Highlight der Dinge, die wir brauchen, aber immerhin. So, und weil ich das geschafft habe, speichern, speichern, speichern. Der Eispalast. So. Wo sind wir hier Schönes gelandet? Hm. Ah, okay. Ach, hier ist er auch hergekommen, der Heini. Ja, okay. Das ist verständlich, ne? Da ist ein Medipack. Nice. Aha. Hier ist auch ein bisschen dunkel und wir haben gerade Fackeln bekommen. Vielleicht sollte ich mal eine nehmen. Wir gönnen uns mal eine, ne?
Okay. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe oder so. Kannst ja auch mal da so in die Ecken luschern. Was ist hier? Ach, da ist der Drache. Yeah! Aha. Ist aber gerade mal einer. Erst einer. Aber egal. Was man hat, hat man. Mich nicht wundern, wenn jetzt hier was kommt. Wer bist du? Wer seid ihr? Okay, wir haben auch Tiger und nicht nur Leoparden. Aber war klar, dass hier was kommt, oder? Was war so klar? Und das kriegen wir natürlich nicht umsonst. Aber dafür haben wir uns jetzt unsere Belohnung verdient. Eine Maske. Wo ich gar nicht weiß, wo wir die einsetzen können. Aber gut. Kann ich hier den Block ziehen? Wo die Maske drauf war? Nein, der scheint da ziemlich fest zu sein. Ja, okay. Also gehen wir jetzt wieder zurück? Oder was? Würde ich doch mal sagen. Wo konnte ich die denn einsetzen? Ich habe keine Ahnung. Sind da wieder welche? Wo sind denn da jetzt schon wieder Tiger? Das gibt's doch schon wieder nicht. Die sind schon wieder da unten irgendwo. Glaube ich. Leute. Irgendwo hier sind Tiger. Ich weiß nicht wo. Ich glaube da unten irgendwo. Ich speichere mal, wo ich nicht weiß, ob wir hier auf der richtigen Ebene sind. Deswegen überspeichere ich mal die Geschichte. Tigerchen. Seid ihr hier unten jetzt auf einmal? Oder nicht? Bin ich falsch hier? Ich will dahin, wo die Tiger sind. Hä? Wo sind die denn? Irgendwie über uns, ne? Irgendwo über uns. Richtig verrückt. Warte mal, dann lade ich nochmal die andere Stelle neu. Das ist ja doof hier. 56, 55. So. Den Tiger hatte ich erledigt. Den Steindrachen habe ich noch nicht geholt gehabt. Das ist ja jetzt nicht so schwer, den nochmal eben. Das heißt aber, ich muss ja die anderen dann auch nochmal. Nee, das ist natürlich auch doof. Ach, hier. Hier, das muss aufgehen. Hier ist noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Das ist höchst interessant. Und ich glaube, da sind dann auch die Tiger. Oder? Ich glaube schon. Ja, das heißt, wir sind hier oben ganz gut eigentlich. Das ist gut. Dann gehe ich hier nochmal hoch. Schön nach links dich halten. Und dann kommen wir gleich an. Gleich haben wir es. Jetzt haben wir es schon. Sehr gut. Sprung gemeistert. Nochmal die Leiter hoch. Sorry, aber ich bin froh, dass ich hier überhaupt an der Stelle gespeichert habe, weil es hat uns auch wieder ein bisschen Zeit gespart. Und dann... Ja, ich dachte, ich müsste nach unten. Ja, ich habe nicht gesehen, dass da diese Tür ist. Ich weiß nicht, ob die... Da kann man die bestimmt öffnen mit der Maske irgendwo. Musst nur den Schlüssel finden. Nicht da runterfallen, bitte. Nicht. So. Wo sind die Viecher? Irgendwo hier.
Muss es jetzt was geben, was ich übersehen habe? Magst du mich mal hochziehen? Mal, jetzt hört man die nämlich auch wieder. Weil die nämlich da sind. Wo bist du? Ihr seid nämlich hier rausgerannt, ne? Ihr kleinen Racker. Den hab ich. Zumindest den einen. Waren das nicht noch mehr? Bin irritiert. Richtig irritiert. Da ist jetzt nämlich auch offen. Ha. Okay. Ha. Ist immer so mega. Ich bin so angespannt, wenn alles so neu ist. Und ich, vor allem, ich habe ja auch keine Gucktaste. Das ist immer so richtig gemein. Was ist jetzt hier? Ich glaube, hier ist jetzt gar nichts Schlimmes gerade, aber... Hier muss ich runter. Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Oh Gott. Oh Gott, ey. Okay, Leute, okay. Alles cool. Ich nehme mal wieder die Granaten. Das ist so gemein. Oh, ich kann auch mal ein Medipack benutzen. Das ist auch gut. Und ich glaube, ich habe mir das Speichern verdient. Ah, scheiße, ey. Ja, wo seid ihr alle? Hört auf, mir Angst zu machen und taucht auf. Aha. Ja, wo seid ihr? Ich glaube, die trampeln irgendwo über uns rum. Aber solange die da rumtrampeln, ich weiß nicht, haben wir ja anscheinend den richtigen Weg noch nicht gefunden. Ich muss bestimmt da runter. Aber ich frage mich, ob man hier oben auch noch was erledigen kann. Bevor es jetzt runtergeht. Kannst du da irgendwie so? Ich glaube, da ist nichts. Gut, dann traue ich mich mal, ne? Oder? Was ist so richtig dunkel da? Es ist so dunkel. Kannst du da eine Fackel runterschmeißen? Ah, alles klar. Okay, komm. Wir machen es. Wir machen es einfach. Cool. Aber das weiß man ja vorher nicht, dass man hier so... Da ist auf jeden Fall eine Tür. Wir nehmen mal noch eine Fackel. Es ist eigentlich ganz gut, was ich hier gemacht habe mit dem Runterwerfen, finde ich. Oh Gott. Aber aufpassen wegen der Stacheln. Ich guck mal erstmal hier mich um. Und gehe mal überall in die Ecken. Ah, da ist noch Muni. Aha. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, sogar doppelte. Ja, wir haben genug Fackeln eigentlich, um in Ruhe den Raum abzuklappern. Und Gegner haben wir schon erledigt. War ja nur der eine eigentlich. Da ist halt die Tür. Aha, okay. So, und da ist so eine Feuerschale. Jetzt ist natürlich da hinten das ausgegangen. Macht nichts, alles cool. Ruhe. Wir müssen nur... Ich würde da vorne noch mal gerne gucken. Hier so. Ich glaube, da müssen wir hin. Hier waren wir noch nicht. Ah, da ist noch ein Medipack. Aha. Oh Gott, Anspannung. Wann haben wir endlich diesen Tempel? Eispalastkram. Hier ist da. Können wir die Maske einsetzen. Wunderbar. Geht bestimmt die Tür auf. Die eine hier um die Ecke. Nehme ich mal an. Nur so eine Idee. Ich will noch eine Fackel. Von 38, wie gesagt, das kann man machen. So. Nee, da war es nämlich nicht.
frag mich echt, wo ich hier jetzt noch Secrets eigentlich finden soll, aber irgendwie sind die mir, wie gesagt, auch nicht so wichtig. Haben wir es endlich, ja? Langsam. Da unten ist auch noch eine, die nicht offen ist. Okay. Ich sehe da unten Muni, warte mal. Warte mal. Wie komme ich denn dahin? Indem wir einfach nochmal hier runtergehen, oder? Einfach nochmal hier. So, und dann springen wir dahin. Das sollte ja machbar sein. Schmeiß die Fackel weg. Wir speichern natürlich, damit wir, falls was ist, nicht alles nochmal machen müssen. Juhu. Guck mal, da kriegen wir auch direkt neue Fackeln. Aha. Super. Okay. Das war klar, ey. Das war so klar. Naja. Aha. Aha, aha. Ja, ich mach's langsam. Langsam, langsam, langsam. So. Besser. Obwohl wir die unten, die Tür, die hatten wir doch schon, oder? Die war doch, die hatten wir doch schon mal geöffnet. Meine ich. Ach, hier sind wir jetzt. Das ist ja verrückt. Dass ich jetzt hier bin. Ach was. Wir kriegen das noch hin. Wir sind wieder zurück, obwohl das das andere Level ist. Das ist ja geil. Das ist ja crazy. Und da oben waren wir ja schon bei dem Hebel, deswegen würde ich halt direkt hier runtergehen eigentlich. Abfahrt. Ich mach das einfach. Da habe ich Bock drauf. Ha! Das ist ja cool. Wir haben es geschafft mit dem blöden See. Nimm es mit. Ach, das war gar kein Hebel. Ich verstehe. Okay, wir sollten hier raus irgendwie. Schnell. Und ich weiß nicht wo. That's the problem. Denn hier sind ganz viele Moränen. Hi, Leute. Und Eiszapfen. Lass mich! Es ist gut gelaufen, aber ich habe aufgehört zu atmen. Alter Falter! Mann, ey. Das ist so ein Stress. Es ist einfach so ein purer Stress. Okay. Mega gut. Wo kommst du eigentlich her? Wo kommt ihr her? Ihr alle. Kannst du da... Du kannst da hoch. Und das mit Pistolen. Leute mit Pistolen. So, jetzt habe ich mir ein Medipack aber verdient. Und ein Speichern habe ich mir auch verdient. Ja, es ist immer was los hier bei Tomb Raider. Man darf das nicht unterschätzen. Ich werde jetzt aber trotzdem natürlich hier nochmal ins Wasser gehen, weil es ist ja so angenehm warm. Gar kein Problem. Ach, da sind noch mehr Eiszapfen, das ist schön. Kein Ding. Immer drauf auf mich. Geh zu den nächsten Eiszapfen. Können die mal runterknallen? Danke. Vielleicht magst du auch mal eine Fackel nehmen, damit wir mehr sehen.
Aber ich meine, unter dem See dachte ich immer, da wäre ein Drache noch. Das dachte ich. Ich dachte das. Ich dachte, da wäre ein Drache. Naja. Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe nur noch 8. Ich habe nur noch 8. Irgendwie schockt das die einfach zurecht. Packt sie einfach weg und nimm die 9. Dankeschön, dass wir neue Granaten kriegen. Das haben die sich wohl gedacht, die Entwickler, dass man die braucht. Okay, prima. Und dass hier natürlich bei den Granatenmunitionen ein Yeti noch ist. So, okay, alles klar. Ja. Dafür waren wir also hier in der Ecke. Gut. Weiß ich Bescheid. Ist echt sehr düster hier. Da ist nix. Okay, dann gehen wir wieder zurück. In den Mystery-Raum hier. So. Warte. Rückwärtssprung. Och komm. Mach's nicht so kompliziert. Ich bin so aufgeregt jetzt, weil hier... Weil wir so weit sind, weil ich jetzt endlich auch nicht mehr weiß, was kommt. Das ist toll. Hier ist ein Medipack. Und Gegner? Oder nicht mehr so? Waren jetzt hier langsam genug Gegner? Aha. Ich weiß es nicht. Oh, nee, ey. So langsam ist hier genug Yeti-Power gewesen, oder? Das gibt's doch nicht. Ist hier auf der anderen Seite noch was, bevor ich da was übersehe? Nee, okay. Oh Gott. Oh, da sind eine Menge Lawinen, Leute. Da sind eine Menge Lawinen. Da reicht's, wenn man ein Stückchen geht. Oh, ist auch schön. Kommen noch mehr. Kommen auf jeden Fall noch ein paar. Mache ich das, ziehe ich das noch eben durch hier? Ich würde es ja schon gern wissen gerade, ne? Komm, wir laufen einfach mal. Wir machen uns einen Spaß. Wuhu! Lass mal, wie seid ihr so? Ich wusste gerade eben nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber gut. Hey, wir haben es geschafft. Wir haben die Lawinen-Power überlebt. Wir haben die Yeti-Power überlebt. Wir leben. Und wir sind hier oben. Und hier ist nix. Schade. Ich bin umsonst nochmal runtergegangen. Hey, oh. Ja, finde ich gut. Toll. Ich bin geflasht. Da macht sie schon Luftsprünge, die Lara. Ne? Geil, wo sind wir jetzt? Okay. Das ist ein bisschen hoch. Ein bisschen. Und ich habe nicht gespeichert gerade, oder? Ich habe nicht gespeichert. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Hier. Scheiße. Kann ich hier... Guck mal, hier hinten hin springen. Spring hier hinten hin. Ja. Okay. Okay. Alles cool. Gut. Ich würde sagen... Ey. Das ist so abgedreht hier gerade. Kann ich da einfach an die Wand springen? Ich will das... Ich weiß, ich überziehe gerade ein bisschen, aber... Ich will es jetzt gerade wissen. Ich muss da ranspringen. Ja, kannst du. Was ist unten? Ey, das ist richtig creepy. Fucking creepy hier unten. Aber wir haben so viel Fackeln. Hallo? Und hier ist einfach mal nix. Das ist ja toll. Dann kann, ganz ehrlich, dann lade ich neu. Dann muss ich nicht nach oben klettern. Dann können wir auch gleich nach oben. Schade. Ich meine, da unten, da hätte man jetzt gut noch was hinmachen können. Finde ich so.
Ich überziehe gerade maßlos. Ich will gar nicht, dass der Part so lang wird eigentlich. Ich habe aber die ganze Zeit gehofft, dass wir jetzt damit das Level schaffen. Es wäre so toll, wenn ich jetzt gleich da oben durchgehe und das Level durch ist, damit wir im nächsten Part das neue Level anfangen können. Das wäre schön. Ja. Auch schön. Scheinbar soll es nicht sein, Leute. Dann würde ich sagen, speichere ich an der Stelle und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider 2. Aber eigentlich müssten wir das Level bald geschafft haben, glaube ich. Bis dann!